und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurer Gameplayerin. Ja, wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, habe ich es geschafft, die UI auszuschalten. Und wie das funktioniert, das werde ich euch in diesem Video erklären. So sieht normalerweise das Spiel aus. Das bietet natürlich sehr viele nützliche Informationen und es ist auch überhaupt gar kein Problem, diese ganzen Sachen zu sehen. Aber es wird natürlich immer wieder Situationen geben, an denen man gerne mal ein paar Sachen screenshotten möchte, ohne dass man eben diese ganzen lästigen Informationen im Hintergrund hat. Mit dem Mod, den ich euch vorstellen werde, wird es euch möglich sein, solche Bilder hier selbst zu kreieren und Screenshots davon zu machen. Vorweg möchte ich allerdings noch einen kleinen Disclaimer einfügen. Der Mod ist nicht von mir, ich habe davon keinerlei Vorteile und natürlich habt ihr auch keinerlei Ansprüche mir gegenüber, sollte irgendetwas nicht funktionieren. Ich persönlich habe ihn ausgetestet, wie ihr sehen könnt, bei mir funktioniert er wunderbar. Es sollte also in euren eigenen Interesse liegen, vorher auf jeden Fall eine Kopie vom Spielstand zu machen. Ich zeige euch gleich auch nochmal genau, wie das geht, damit nichts mit eurem Spielstand passieren kann. Um herauszufinden, wo eure Dateien genau liegen, müsst ihr den entsprechenden Spielstand einmal kurz hier oben anklicken und dann klickt ihr hier unten links auf diesen kleinen Ordner. Dann öffnet sich ein neues Fenster und genau diese Dateien hier kopiert ihr einmal alle in einen Ordner eurer Wahl, beispielsweise unter eigene Dateien, da legt ihr einen Ordner an, Passwortsicherung, kopiert das Ganze einmal raus. Jetzt gehen wir die kompletten Installationsschritte einmal durch. Ihr geht auf www.nexusmods.com/palworld/mods/10. Keine Sorge, ich werde euch das Ganze auch nochmal verlinken. Dann geht ihr hier unten auf den kleinen Pfeil rechts neben Requirements. Da seht ihr schon Unreal Engine 4/5 Scripting System. Da klickt ihr nun einmal drauf und es öffnet sich eine neue Seite. Keine Sorge, ihr müsst nicht das Ganze hier durchlesen, sondern ihr müsst nur etwas runterscrollen bis zu Basic Installation. Hier findet ihr markiert das Wort Releases. Da klickt ihr einmal drauf, scrollt dann ganz bis nach unten durch, dann klickt ihr hier auf Assets und dann findet ihr hier unten UE4SS Xingput Version 2.1.0 ZIP. Da klickt ihr dann einmal drauf. Normalerweise würde sich jetzt ein neues Fenster öffnen, wo ihr euch dann nochmal einloggen müsst zur Not. Das ist bei mir jetzt nicht passiert, sondern ihr findet hier die Datei dann oben bei diesem kleinen Pfeil. Da könnt ihr dann hier rechts daneben klicken, um dann den entsprechenden Ordner zu öffnen. Nun findet ihr hier die Datei in eurem Download-Ordner. Ihr macht einen Rechtsklick und klickt auf Alle extrahieren. Der PC stellt euch automatisch einen Link auf C. Ihr klickt dann einmal auf Durchsuchen und wählt dann den Pfad von eurem Spiel aus. In meinem Fall ist das auf D, Steam Library, Steam Apps, Common, Palworld, PAL, Binaries und Win64. Dann klickt ihr einfach nur noch unten auf Dateien extrahieren bzw. Ordner auswählen. Und damit habt ihr schon mal den ersten Schritt geschafft. Nun geht ihr in diesen Ordner rein unter Windows 64 und sucht die Datei UE4SS Settings. Da macht ihr einmal einen Doppelklick drauf und dann öffnen sich diese Settings. Ursprünglich findet ihr dann hier eine Zeile, die heißt BUse U Objects Array Catch gleich True. Da macht ihr aus dem True ein False raus, geht oben auf Datei Speichern und schließt das Ganze wieder. Danach öffnet ihr euer Spiel wieder und geht einmal auf Spiel beginnen. Ihr öffnet eure Welt und wartet einen kleinen Moment, bis sich die Pals ganz normal bewegen und alles ganz normal aussieht, nichts am Stacken ist und so weiter. Danach schließt ihr das Spiel wieder. Und zwar muss das Spiel einmal komplett beendet werden und wartet bitte auf Steam, bis auch die Daten eventuell in die Cloud hochgeladen worden sind und das Spiel komplett beendet wurde.
Wenn wirklich alles vom Spiel geschlossen ist, geht ihr wieder zurück in euren Browser und klickt hier unten auf Files. Dann öffnet sich eine neue Seite mit Toggle HUD Mod. Da geht ihr dann auf den manuellen Download. Und es wird sich erneut eine Seite öffnen, wo ihr einfach auf Slow Download klickt, sofern ihr angemeldet seid. Dann könnt ihr wieder hier oben über dieses Zeichen und hier unten auf den Ordnersymbol, auf das Ordnersymbol klicken. Macht dann das Gleiche, was ihr eben schon gemacht habt, nämlich auf der Datei einen Rechtsklick und dann geht ihr auf Alle extrahieren. Dann auf Durchsuchen. In diesem Fall seid ihr aber nicht mehr im Windows-Ordner 64, sondern klickt eins weiter auf Mod. Das heißt, ihr müsst jetzt insgesamt drinstehen, haben eure Festplatte, Steam Library, Steam Apps, Common, PAL World, PAL, Binaries, Windows 64 und Mods. Da extrahiert ihr dann das Ganze. Und jetzt müsst ihr eigentlich nichts anderes mehr machen, als euren Spielstand, wie gewohnt, zu öffnen. Und dann könnt ihr nun in eurem Spiel einfach F9 drücken und der HUD wird verborgen, sodass ihr schön Screenshots machen könnt mit der Taste F12. Falls ihr nicht genau wisst, wo ihr eure Screenshots anschauen könnt, dann geht ihr einfach ins Spiel selber rein bei Steam, also auf die Spieleseite, klickt einmal auf einen Screenshot und geht hier oben einfach auf dieses Ordnersymbol, da steht dann schon auf der Festplatte anzeigen. Und dann wird direkt ein neues Browserfenster geöffnet, manchmal auch im Hintergrund, also müsst ihr dann nochmal kurz in der Zeile gucken, wo sich was geöffnet hat, wo ihr dann direkt die Screenshots anschauen könnt. Ich hoffe, dass euch das Video weitergeholfen hat. Wenn ja, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Wenn ihr Probleme habt, schreibt es bitte auch gerne in die Kommentare. Vielleicht können euch andere Nutzer helfen. Oder vielleicht können wir auch gemeinsam durchgehen, ob ihr einen Schritt unterwegs vergessen habt. Wie gesagt, bei mir hat es wunderbar funktioniert und ich bin mega, mega happy darüber, dass ich endlich vernünftige Screenshots machen kann für meine Thumbnails. Aber wie gesagt, auch der Disclaimer, wenn irgendetwas passieren sollte, dann könnt ihr euch leider nicht an mich wenden, aber wendet euch auf jeden Fall an denjenigen, der das Ganze entwickelt hat. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.